Und willkommen zurück zu einem neuen Part The Legend of Zelda Majora's Mask mit dem Chili und mir. Was? Ja, Chili meint den Typ. Und mich meine ich mich. Sagt man mich? Ja, sagt man. Maske. Da, Deku. Deku, Maske, Maske aufsetzen. Blatt, Blatt rein. Warum rede ich? Einfach mal. Okay, okay, creepy. So. Was kann ich jetzt machen? Ich kann nicht hochschießen. Ich habe doch gesehen, dass hier irgendwo nutzen muss das ja sein. Ich komme. Oh. Da ist ein. Achso, nee, ist kein Vorsprung. Oh. Aber da ist eine Plattform. Okay. Von dieser Plattform ist er auf die nächste Plattform. Okay. Mysteriously. So. Ich rechne in den nächsten Parts. Also nicht in diesem nächsten Part, sondern in den nächsten. Ja, genau. Das rede ich da schon wieder. In ein paar Parts kriege ich einen neuen Kuchen. Und ich freue mich schon riesig auf ihn. Es ist eins meiner Vorbilder. Also es ist nicht, ne, nichts Großes als Vorbild, sondern ein kleines Vorbild. Das heißt, es ist kein Durchmacher oder sonst wer. Sondern etwas viel Besseres. Nein, viel besser nicht, aber fast gleich zu stellen. So, ja, aber ich werde euch hier nicht in den Mund wässrig reden und dann, ne? Wartet einfach ab und in irgendeinem Zelda-Part wird er auftauchen. Bin ich mir sicher. Hehehe. Hier irgendwo hin. Hier muss irgendwas sein. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich versuche das jetzt noch einmal. Und falls es nicht kommt heute, also meine Theorie verkehrt ist, dann ja, dann war sie verkehrt. Es geht gar nicht, was ich vorhatte. Nee, dumm. Das ist doch nicht so, wie ich dachte. Ich dachte, er fährt ja irgendwie mit dem Auge der Wahrheit ein bisschen rum gucken, aber das war's wohl nicht. Hier ist ein Geheimnis. Ich weiß nicht, was es ist. Ihr könnt es mir sagen, ihr könnt es aber auch sein lassen. Vielleicht finde ich es auch selber heraus. Maske, so komme ich da wieder hoch, aber ich habe den Sinn noch nicht ganz verstanden. Ich kann ja nicht da und da gleichzeitig sein. Wie soll ich das machen? Gibt bestimmt einen Trick, den ich einfach noch nicht durchschaut habe. Das ist dumm, hier war ich schon. Hier ist nichts für mich gerade. Eigentlich mag ich den dicken Goron ja schon schnell. Steigert die Geschwindigkeit meines Let's Plays. So. Warte. Ja, ihr hört es. Ich glaube, ich muss ganz kurz einen Schnitt machen. Bis. So, Freunde, versuchen wir es ein drittes Mal und diesmal hoffen wir auf keine Unterbrechung durch merkwürdige Hunde. So, ich möchte da rein, weil ich nochmal den. Nein, den Weg wollte ich nicht. Obwohl der äußerst interessant aussieht, aber nein, da möchte ich auch nicht runter. Ich möchte da nochmal rein, weil mir ist gerade etwas eingefallen.
Und ich glaube, er fängt schon wieder an. Ja. Das wird ein lustiges Zusammengeschneide heute und geschneide. Ja. Ja. Nö, sehe gar nicht rein. So. Hier muss die Dekomaske dahin, setzen sie auf. Es sah so aus, als wenn ich den sogar mit einem Feuerpfeil besiegen muss, weil ich keine andere Möglichkeit habe, dort ranzukommen. So, aber egal. Ich wollte mich nicht aufregen. Warum tue ich denn das schon wieder? Egal, so. Feuerpfeil. Danke. Danke. So. So. Schaltarus Maximus. Genau. Ich habe nämlich so einen Plan. Das sah nämlich aus, als wenn das andere Stein auch. Nö. Als wenn das andere Steine wären. Und Steine kann man vielleicht entweder mit ihnen sogar raushauen. Oder, ja, einfach kaputt sprengen, wenn das nicht gehen sollte. Das erste. Man weiß das nicht, man weiß das nicht. So, aber das macht ja nichts. Wir sind hier um, ne? Kling. Das geht nicht. Haben wir denn Bomben bekommen hier? Ja, haben wir. Weist auf jeden Fall schon mal darauf hin, dass man sie hier verwenden könnte. Hm. Maske weg. Bombe hin. Auf. Zugucken. Okay. Ja, vielleicht die kleinen Erhöhungen raushauen. Irgendwie werde ich nämlich das Gefühl nicht los, dass das irgendwas mit der Raushauen zu tun hat hier. Da springen wir mal. Das war immer noch zu hoch. Oder man kann das gar nicht aufhalten. So, was nämlich der Plan war, dass ich in diese Tür einfach mal reingehe, die ich vorhin gekonnt ignoriert habe. So, ja, ich musste mich gerade erstmal wieder finden. So. Achso, Corona. Bist du verdammt? Oh, Herzchen, ja. Achso, zurück kommt man jetzt auch wohl nur hier so. Side. Way, nenne ich es jetzt einfach mal. So. Achso, nein, das war verkehrt. Und schon wieder einfach mal Zeit verschwendet, egal. Feuerfall. Mist, ich wollte noch einen hinterher. Feuerfall. Bringt es mir eigentlich irgendwas hier zu bamsen und zu bamsen und zu trümmern? So, wenn ich vielleicht den da drüben noch kaputt mache, ich hier irgendwie. Wie geil. Okay. Wusste ich. Das gekonnt halt, ne? So gut zu sein wie ich. Das ist ein Schlüssel, so wie die Kiste öffnet. Auch wenn sie gerade leer war. Aber okay, wir lassen das jetzt einfach mal so kommentarlos. Nein. Geh da hoch und dann ist gut. Ich will einfach nur noch jetzt hier weiterkommen. Ich glaube, im anderen Part haben wir nichts geschafft. Echt. Ich esse gerade ein Babybell. Und der schmeckt mir. Baby bell. Nein. Let's go. Deine Mutter. Das Pressbrett. Und zwar hart. Komm, bist du noch einmal so wieder spenstig? Oh,
Hier ist eine Kiste. Was ist hier drin? War hier ein Schlüssel? Sind die ganzen Schlüsselkisten einfach wieder zu oder was? Ja. Na klar. 5 Rubine. Burn, baby, burn. Klick. Das ist eine normale Schatztruhe. Ja. Da ist ein Wolf im Eis gefangen. Nur der Wolf, weil da befreie ich ihn ja gar nicht. Wäre ja Schwachsiele. Okay, kann ich nicht. Ich muss mich tatsächlich sogar in ein Goron verwandeln, damit ich dieses Prachtstück schieben kann. Ah, cool. Das erleichtert es mich erstmal ungemein. Da kann ja gar nichts Wichtiges. Ich dachte, der ist im Eis und nicht vorm Eis. Deine Mutter. So, das ist gut hier. So. Irgendwann ist aber auch mal echt Ruhe hier. Karton. Echt. So. Geht aber gar nicht. Ich will irgendwo mich draufstellen, aber es geht nicht. Naja, dann nicht. Hier ist halt quer die Gegend hier. Yay. Oder muss ich hier gleich mal irgendwie mit meiner auf dem Boden Schlagfähigkeit, sag ich jetzt mal, ein Loch irgendwo reinhauen oder so? Kann ich nur als Junge darauf? Hinauf. Okay, kann ich nur als Junge. Aber okay. Ist auch egal. Was war dahinter? Ich hab's schon wieder vergessen. Ein Weg, so wie es aussieht. Ach so, ja, ich weiß auch, wohin der mich führt. Das bringt mir bloß gerade nichts, weil es mir nichts bringt. Ja, das ist eine Logik. So, auf jeden Fall komme ich hier jetzt mal weiter. Uhu. So, wo bin ich? Raum kommt mir bekannt vor. Ich weiß auch, wo ich bin. Deswegen lasse ich mich fallen. Fallen. Deine Mutter. Deine Mutter einfach nur. Kotzt mich gerade an. Wenigstens haben wir jetzt genug Zeit dafür. Ne, nicht so wie letztens. Och nö, jetzt habe ich noch 2. Spiel passt nicht. Okay, muss ich einfach nur ein Feld hochschieben. Und das Schöne an diesem Spiel ist halt, ich habe Zeit, wie ich möchte. Ein vorgegebenes Zeitlimit, was nur für die Story relevant ist. Was ich vorher auch gar nicht gedacht habe. Ich dachte wirklich, ich habe nur 3 Tage Zeit, um alle Dungeon und so zu machen. Ja, du bist cool, Kiste. Habe ich dir schon mal gesagt? Ich glaube nicht, weil du es nicht bist. So. Hier sind bestimmt auch wieder jetzt Rubine drin, weil die irgendwie aufgefüllt werden. Oder ein Schlüssel. Ja. Oder ein Schlüssel. Aber ich darf jetzt nochmal schneiden. Also bis gleich. Leute, meine gute Laune verfliegt mir gerade ein bisschen. Aber okay, damit. Ne? Genau, man kann es ein bisschen nachvollziehen, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Ich weiß. So, aber egal. Das passiert halt, Mann.
bei Großmutter und so, ne? Weil es billiger ist. Ja. Oh, nein. Ah, du billiger Hund. So, egal. Ich möchte jetzt mal laufen. Und auch mal weiterkommen. Damit ich hier was schaffe noch. Ich möchte was schaffen in Videos. Verarschen, habe ich so das Gefühl. Ich drehe das gleich um. Echt. Echt nicht mehr lustig. So. Hoffentlich steht die Kiste da noch und alles, weil, ich laufe schon wieder nur im Kreis. Ich liebe es, im Kreis zu laufen. Halt die Backen. Und wie ich es mir gedacht habe, er steht nicht da, aber ich kann ihn mit zwei Maschinen da wieder hinstellen, das ist gut. Das ist ein paar Herzen, danke. Und das Herzchen schwebte in der Luft. So. Da unser Goron zu fett ist, darauf zu krabbeln, darf unser Link jetzt darauf springen. Oder so. Nur damit schick aussah. So. Und jetzt kommen wir auch in diesem Raum weiter, weil ich nämlich genau hier das Ding gestellt habe. Und lustig wäre es jetzt gewesen, und alle hätten sich was? Ja. Ich habe den ganzen Dreck hier nur für eine verfahrende Fee getan. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Glaube ich jetzt nicht. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin in diesem Raum. Ich lasse das jetzt mal da los. Ich nehme jetzt hier meine Tür. Ich habe einen Schlüssel. Ich gehe jetzt hier lang und freue mich meines Lebens. So, kann ich dich kaputt machen? Kann ich. So spare ich mir gleich mal den Weg. Ich bin meines Lebens froh. Bin nicht aggressiv gestimmt oder so in der Richtung. Kann ich dich kaputt? Ich kann dich weghauen. Coole Sache. Tatsächlich. Was auch immer mir das bringt, weil. Ja. Vielleicht war das so verkehrt. Aber ist mir egal, da ich eh runterfall und mal wieder Scheiße baue. Und ich keinen ironischen Ton in der Stimme habe. Definitiv nicht. Oh, ich bin nicht runtergefallen. Was für ein Wunder. Deswegen machen wir Geronimo-Bomb. Also, ich kann schon wieder, ich will. Ich nehme immer Schaden. Also, wenn das jetzt nicht, ne? Dann weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt eine verirrte Fee gefunden. Es hat sich so gelohnt, hierher zu kommen. Ich sammle diese Viecher doch eh nicht. Habe ich doch schon gesagt. Also, was soll das Spiel? So. Magie brauche ich nicht. Magie wird überbewertet. Ich nehme jetzt ein Bonsche zu mir. Ein, was ist das? Haribo mit Salmiak, Salino. Mit Salmiak, Leute. Schleichwerbung, ich weiß. Aber ich darf das jetzt, weil ich mich leicht aufrege. Und du hältst jetzt nicht mal die Backen, Alter. Und deine Mutter. So, lass mich in Ruhe. Ich komme. Da.
erste Eingang. Hier war die Feuertür, die irgendwie jetzt nicht mehr Feuer. Ach so. Ah, ich verstehe. Ja, ich hätte mir den ganzen Weg sparen können, ich Idiot. Aber das heißt, ich habe gerade keinen Weg mehr. Da ist eine komische Kiste drauf, die mir jetzt gerade egal ist. Irgendwie gibt es ja im Dungeon keine Herzteile mehr oder so. Werden total überbewertet. Und warum ist hier ist irgendwo ein versteckter Raum oder sowas? Weil ich mit dem oder weit nichts. Oh, da ein Raum sehe. Cool, weil da eine Kiste ist. Es kommt jetzt keine dreckige Animation die ganze Zeit. Dinger muss ich ja jetzt nicht mehr. Ja, du. Ich kann euch sagen, was da drin ist. Da drin wird 100%, oh, 1000%ig eine Fee sein. Wer hätte damit gerechnet? Wie viele gibt es denn von euch? Cool, ich werde hier auch noch mal abschlagen. Gib mir die Rubine. Gib mir den Schlüssel. Danke. Kleiner Schlüssel, blub. Kleiner Schlüssel, blub, blub. Blub, 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 ne? Och nö, lass mal. Sag's mir eh nicht die Wahrheit. Okay, ich gehe zu Blindblatt. Der zeigt mir bessere Sachen als ein Auge. Guck mal. Auge sagt mir, das ist keine Flamme. Sagt Auge mir das überall. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch einfach nur ein Secret. Ich kann Aue und Feuerfall nicht zusammen. Okay, dann ist bereit. Ich möchte da nicht runter, da ist eine Fee. Ich kann darum wetten, dass da eine Fee ist. Und was machen wir wetten? So. Oh, warum ist hier keine Fee? Was zeigst du mir an? Warum bist du blau? Ach so. Ah, ich verstehe. Es geht weiter. Ich dachte, du denkst, wie ich es mir denke. Okay. So. Das ist nicht dumm. Das hätte ich aber auch früher wissen können. Das ergibt ja sogar Sinn. So, ich fahre das Ding wieder runter. Und durch das Runterfahren bieten sich mir jetzt nicht neue Möglichkeiten. Okay, ich dachte jetzt fährt die Dinger noch weiter runter. Lass mich in Ruhe. So. Fail. Ich dachte jetzt wirklich, dass ich dadurch mir zwei Möglichkeiten eröffne. Drecksspiel. Drecksspiel. Das hat schon mal den Grund, warum ich heute Final Fantasy aufnehmen wollte. Drecksspiel. Gerne im Kreis mit dem Team. Und auch gerne gegen Wände, indem man Türen nicht trifft. Das macht so einen Spaß gerade.
Obwohl es gerade schon mehrere Parts sind, mit denen nichts passiert. Und wenn ihr euch beschwert wollt, ich bin nicht für euch da. Ich tue jetzt einfach mal so, als wenn ich wüsste, was ich tun soll. Oh, ich will jetzt einfach mal alle unbedingt eine verehrte Fee seid, die einfach den Weg in die Welt nach Hause findet. Dann könnt ihr mich auch anschreiben oder anrufen, wie ihr wollt. Denn ich bin der Feenfinder. Ich erfinde Feen. Oh mein Gott, ich laber so ein Bullshit. Warum ist denn da jetzt wieder so ein... Deine Mutter steht. So, lass mich weg hier. Ich möchte nur weg, weil deine Mutter 60 Stunden. Das interessiert mich nicht wie ohne. Ich habe einen Schlüssel. So, wo bin ich? Ich bin hier. Und immer noch. Das ist mir gerade egal. Da mir ein bisschen auf die Nerven geht und dieses Projekt mir im Moment auch und ich schon wieder viel zu lange aufnehme, deswegen mache ich kurz einen Aufnahmestopp. Bis gleich!